Gucken wir mal, wie es weitergeht. Neue Mission. Teenage Zombies from Outer Space. Oh, das ist so eine Anspielung auf den Film Gefahr aus dem Weltall. Oder wie es heißt. Also es ist zwar der offiziell erste 3D-Film, da ging es auch um Außerirdische. Freigestellt. Ah, da kann man noch. Mal noch Sachen machen, aber wir gehen weiter. Zombie-Teenager aus dem Weltall. Unterbricht die Sichtlinie ein paar Sekunden, wenn Hololoop durchschaut würde. Ja. Dieses elende Kaff ödet mich so sehr an. Nie passiert was. Keine Partys, kein Rock'n'Roll. Wenigstens gibt's diese Spelunke unten am Fluss. Sonst kämen meine Hüften nie in Schwung. Da hast du sowas von recht, Kleines. Da draußen wartet so eine große Welt auf uns und wir verpassen sie. Aber wo können wir hin, Billy? Diese Stadt ist eine Einbahnstraße für wilde Träumer wie dich und mich. Es macht mich wahnsinnig! Ihr braucht eine neue Perspektive. Ganz genau. Einen Sinn im Leben. Absolut. Habt ihr jemals über Heimatschutz nachgedacht? Heimat was? Wach auf, Romeo. Es gibt eine halbe Million Kommis, die nichts lieber täten, als dir deinen College-Pullover vom Leib zu reißen. Echt jetzt? Hier habt ihr einen Flyer. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst, um euren kleinen Teil des Landes vor der kommunistischen Invasion zu schützen. Vielen Dank, Alterchen. Absolut. Wow, das war mal ein echter Amerikaner. Ein richtiger amerikanischer Traumkerl. Miau. Das waren alle. Ich habe jedem Halbstarken einen Flyer in die Hand gedrückt. Und unser kleiner Filmstreifen? Zurückgespult und bereit. Der picklige Filmvorführer hat nichts gemerkt. Die Kids werden überrascht sein, wenn sich Dick und Doof ganz plötzlich in zwei Kommunistenmörder verwandeln. Gute Arbeit, Agent. Und gerade rechtzeitig. Wir sollten längst in Santa Modesta sein. Halte nicht an gelben Ampeln, verstanden? Klar und deutlich. Klang, als hätte unser Herr Geheimagent Befehle von dem mit der Brille erhalten. Soll ich sie in die Luft jagen? Danke, Crypto, aber ich habe eine bessere Idee. Siehst du den Platz bei diesem großen Bildschirm? Die Menschen fahren mit ihren Kohlenstoffverbrennungstransportern dorthin, um nur zur Unterhaltung projizierte Bilder zu betrachten. Klingt total sinnvoll. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Tja, jetzt gehen wir ins Auto, zum Autokino. Übrigens, die Person mit der Gasmaske, oder was das war, war eine Maske, also, ich finde, das war eine Gasmaske. Was war das? Ach, shit, ich wollte aufs Dach, ach, Mann. Extraterrestrische! Was hast du gesagt? Ach, das ist der von vorhin. Genießen Sie den Film.
Fehlgeschlagen. Ach, die Polizei darf nicht alarmiert werden. Ach, nö. Panik in Rookville, kostümierte Hilfe ins Lösen, Großeinsatz der Polizei aus. Ach, Manno. Ach, was sind dann immer noch zwei? Ich habe einen Spezialfilm vorbereitet, den das Publikum sicher lieben wird. Sei so gut und hol ihn ab. Ich bin dran. Was muss ich ihn atmen? Doch nichts. Blue Moon. Ja. Zurück und genießt das folgende Bildungsprogramm des Furonen-Imperiums. Was? Keine Widerworte, oder du wirst heilen. Pass auf, wo du langläufst. Nur noch eine Minute. Vorsicht! Oh, da kommen noch mehr. Die Menschen versuchen immer noch den Film zu stoppen. Denn diese unsere Bemühungen vergebens. Und ich mag dieses Vergebens einfach nicht. Noch 30 Sekunden übrig. Hier ist für dich Entschuldigung. Beinahe geschafft. 10 Sekunden noch. Geschafft? Yes! Töte einen Agent mit Hilfe eines Polizisten. Ah, gut, ja. Belohnung 1525 DNA-Dings. Nice. Furorenfilme im Hinterland. Willkommen bei den Furoren, bietet jedem etwas. Und das sind wir jetzt auch mal endlich auf der Titelseite. Und in other news, Mayor still missing. Der Bürgermeister ist immer noch vermisst. Oh, in Rockwell kostet die Zeitung 7 Cent. Da haben sie ein bisschen aufgeschlagen. Da hat auch die Schuhwerbung nichts gebracht. Hm? Tja. In so schlechten Zeiten muss man halt wissen, wo man das Geld herkriegt. Ne? Also, was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel ungebremster Wut?
Irgendwo war doch was. After Druck verstärker. Das kostet alles so viel jetzt auf einmal. Wir haben ja mal unsere Schildstärke erhöhen. Können wir beim Raumschiff noch irgendwas machen? Ja, nehmen wir mal das noch. So. Jetzt.